Der Mixer kam in einer absolut unspektakulären Verpackung, einfach braune Pappe. Die habe ich jetzt mal nicht gezeigt. Jetzt steht er hier. Er hat drei Tasten und ein Stellrad. Wenn man ihn nach links stellt, ist es ein Programm und ich kann einer von diesen Programmen auswählen, wie jetzt zum Beispiel Eis machen, indem man dann halt gefrorene Früchte zum Beispiel zermalmt oder einen Drink machen, was ich jetzt einfach mal als nächstes tun werde. Rezepte, ja, da gibt es reichlich von, aber ich habe jetzt einfach mal alles an Gemüse zusammengepackt, nein, an Obst zusammengepackt, was hier zu finden war. Etwas Haferflocken und Chiasamen, ein bisschen Leinöl und wenn es nicht süß genug sein sollte, noch ein bisschen Ahornsirup. Wenn man möchte, kann man das hier oben über diese Öffnung einfüllen und mit so einem Stößel nachdrücken, wenn man es braucht, oder man nimmt den ganzen Deckel ab und schmeißt die Sachen rein. Und da ist schon mal sehr überlegt, ist dieser Knubbel hier dran, an dem, wenn es richtig reingedrückt ist, packt man einfach den Deckel und zieht ihn ab. Und dann kann man sein Obst zum Beispiel oder Gemüse für den grünen Smoothie, ich spreche es immer falsch aus, ich weiß, einfach hineinspeisen. Alles drin, Deckel drauf. Ich gehe jetzt auf die Programmauswahl und drücke auf das Getränkprogramm. Dann fängt er etwas langsam an und dreht dann hoch. Ja, zack. Wenn die richtige Konsistenz da ist, also die gewünschte Konsistenz, man kann ja auch mit ein bisschen Wasser, Apfelsaft oder was auch immer es verdünnen, dann kann man es einfach ausgießen in sein Glas. Ich finde, das ist eine vollwertige Mahlzeit, die man sich da in kürzester Zeit zusammenmixen kann. Na dann, zum Wohl! Aber ich habe festgestellt, das Gerät ist auch geeignet, nicht nur für Eis machen und für Getränke, sondern man kann es auch als Küchenhilfe einsetzen. Jetzt zum Beispiel bei der Spaghetti Bolognese. In 2 Sekunden waren die Karotten gehackt. Und jetzt will ich einfach mal ein paar Zwiebeln hacken. Und aus. Noch etwas grob, aber zum Beispiel bei Karotten funktioniert es noch besser. Wenn das Zeug nicht so richtig rauskommt, gibt es hier so einen Spatel, der mit dabei ist. Der ist vorne auch schön flexibel. Und damit kann man es dann rausholen. Und weil ich noch etwas Kräuteröl brauche, habe ich frische Kräuter hier rein. Es kommt dann noch das Olivenöl dazu. So. Den Deckel drauf. Und los. Das war wohl etwas wenig Öl. Mit mehr Öl.
ich stelle mir jetzt ein fixes, schönes Kräuteröl zusammen. Durch Sieb gelassen, hat man perfektes Kräuteröl. Das Reinigen ist einfach eine Kleinigkeit. Unter fließend Wasser ausspülen oder wenn man wie ich jetzt hier etwas Öliges drin hat, dann tue ich etwas heißes Wasser rein, mit 2-3 Tropfen Spüli, einmal hochdrehen, ja, vorausgesetzt der Stecker ist drin, nochmal mit Strom. Und wieder runter und jetzt einfach nur ausschütten, ausspülen, fertig. Das Gerät hat wirklich eine Wahnsinnspower und ist meiner Meinung nach ein universal einsetzbares Gerät in der Küche. Viel mehr wie nur ein Getränkemixer. Er ist platzsparend, trotzdem er ja richtig Power hat. Und ich möchte ihn nicht wieder zurückgeben. Nein, der gefällt mir richtig gut. Der bleibt, bis der Verschleiß uns trennt. Apropos Verschleiß. Dieses Kunststoffteil hier ist die einzige Schwachstelle, die das Gerät hat, weil die ganze Energie über dieses Kunststoffteil übertragen wird. Aber bis jetzt hat es nicht die geringsten Abnutzungserscheinungen gezeigt. Und selbst wenn, ist dort ein Ersatz mit beigelegt. Und wenn das Gerät wirklich einmal dann den Geist aufgibt, aufgrund dieses Plastikteils, kann man das auch austauschen. Und man hat jahrelang Freude mit dem Teil. Also von mir, Daumen nach oben, das taugt was.